Also das Spiel ist vorbei, 23 zu 3, 34 aus der Sicht der SG Banskuleten. Nur haben wir gedacht, als höchster Mitglied der höchsten Liga Mecklenburg-Vorpommerns gegen das deutsche Unterhaus, da hätten wir noch klar gewinnen müssen. Was ist schiefgelaufen, Bürger? Na, jetzt mal Butter bei den Fischen. Ne? Also das ist ja, das wollen wir nicht so hoch anhängen, das war ein Testspiel. Wir sind froh, dass die Postjungs den Weg hierher gefunden haben, wieder mal. Und ich sag mal, mit 11 Toren, auch wenn wir es nicht so hoch anhängen, können wir auch durchaus zufrieden sein, ganz ehrlich. Das sind immerhin 3 Ligen, die uns trennen. Das ist schon erheblich. Ja, Dirk, wie zufrieden ist man? In der ersten Halbzeit haben die Banskuleten gut mithalten können. 25 Minuten hatten sie sogar die Chance auf die Führung noch. Ja, wie zufrieden kann man da sein? Okay, den Umständen entsprechend bin ich relativ zufrieden. Wir haben, hat man gesehen, nur 7 Feldspieler dabei gehabt, weil diverse Leute verletzt sind oder nicht spielberechtigt sind. Und die Mannschaft muss im Moment ein hohes Trainingspensum absolvieren. Deswegen ist dann immer so der Einstieg ins Spiel immer relativ schwerfällig. Banskuleten hat aber auch ganz gute Leistung gebracht, hat uns ab und zu ein bisschen in Bredouille gebracht. Aber ich glaube, dann mit der, dass die Leute dann ein bisschen munterer waren und aufmerksamer und ihre Chancen besser genutzt haben, haben wir es dann geschafft, uns abzusetzen. Wer fehlt denn jetzt bei SV Postsperrin, um mal einen kompletten Kader zu haben? Okay, Stefan Pries, hoffentlich denke ich mal, dass der die Woche einsteigt. Der hat Windpocken, das ist bei einem Erwachsenen immer relativ schwer. Der fehlt jetzt schon über 2 Wochen der Mannschaft. Ingo Heinze ist am Daumen verletzt, der muss auch noch 3 Wochen pausieren. Thomas Schrier, der Neuzugang am Kreis, der wartet mal noch auf die nationale Freigabe, die wird aber auch die Woche kommen. Und dann haben wir natürlich noch zwei Spieler, die uns noch im Kader fehlen. Aber so wie es, wir arbeiten ganz hart dran oder intensiv, dass die Plätze auch bedeckt sind, dass der Kader voll wird und dass wir dann in den nächsten 1-2 Wochen auch einen kompletten Kader haben, mit dem wir dann arbeiten können. Und dann fehlt natürlich auch noch Bernhard Zissler, der einen kleinen Schlag wieder aufs Knie gekriegt hat. Da müssen wir jetzt noch sehen, was da dran ist. Der muss nächste Woche eine Arthroskopie machen. Und deswegen fehlen da schon mal 4 Leute, plus diese 2 Neuverpflichtungen, die mir noch vorschweben. Und da sind natürlich 6 Mann oder 6 Feldspieler, ist natürlich schon eine hohe Zahl. Bis wann muss das denn fertig sein? Wann geht's los für den SV Postsperrin? Ja, das erste wichtige Spiel ist am 22. August. Da spielen wir in Hildesheim Pokal, erste Pokalrunde im DRB, D-Pokal. Und dann Saisonauftakt eine Woche später am 28. in Delitzsch, was auch sehr schwer wird. Aber da bis dahin haben wir noch Zeit. Wir fahren jetzt erstmal nächste Woche ins Trainingslager, 8 Tage ins Allgäu. Wird da auch sehr hart trainiert werden. Und dann haben wir noch ein Turnier in Hamburg im Schindler Cup, 3 Tage, wo wir 3 Spiele haben. Und dann denke ich, ist die Mannschaft gut präpariert für den Ligaauftakt. Das erste Heimspiel für die Fans des SV Postsperrin. Wann müssen Sie in der Sport- und Kongresshalle sein? Ja, spielen wir das erste Spiel am 5. September, am Samstag um 19 Uhr gegen Potsdam, so ein halbes Nachbarschaftsderby. Und da hoffe ich, dass die Leute wieder so zahlreich erscheinen wie in der letzten Runde, weil wir garantiert auch wieder einen attraktiven Handball bieten werden. Ja, die gleiche Frage natürlich an die SG Banskuleten. 7 Neuzugänge war zu lesen. Das hört sich nach einem großen Umbruch an, nach der schwachen Saison im letzten Jahr, auch vonnöten. Trotzdem sah das schon ziemlich gut aus. Nun haben wir vom Fußball gehört, man braucht sehr lange, um neue Spieler zu integrieren. Wieso klappt das hier so gut? Na, zum einen muss man sagen, es sind ja durchaus alte Bekannte, die auch den Weg wieder zurückgefunden haben. Also 1-2 Jahre halt nicht den Ball für uns geworfen haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind zwar auch noch in einer sehr frühen Vorbereitungsphase, aber Handball spielen ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man auch nicht über eine Sommerpause. Und von daher kann man schon eine gewisse Erwartungshaltung haben, auch in der MV-Liga, dass man passen, werfen, fangen auf jeden Fall hinkriegt. Und ich denke, das haben die Jungs gerade in der ersten Halbzeit heute ganz gut umgesetzt. Das war auch das Ziel oder die Maßgabe. Und ja, wir müssen einfach mal schauen, wie wir die 6-7 Leute jetzt wieder integrieren bei uns. Wir haben natürlich auch ein paar Abgänge zu verzeichnen. Von daher, in unserer Liga hast du halt immer ein Stück weit Fluktuation im Kader. Und ich bin aber optimistisch, dass wir dieses Jahr in jedem Fall besser dastehen als in der letzten Saison. Wann geht es denn los für die SG Banskuleten? Wann kann man sie das erste Mal hier beobachten? Also so wirklich das erste Mal ist ja, wie gesagt, unser Raiffeisenbank-Cup wieder am 14. 15. August. Ist ja schon traditionell, gerade im Damenbereich mit einem sehr guten Niveau. Erstligist ist dabei, viele Zweitligisten. Und auch im Männerbereich sind wir da eher der Underdog als unterklassiges Team und spielen da mit vielen Regionalligisten. Also ich denke mal, das ist schon eine gute Adresse, 14. 15. August. Und ansonsten am 11. September geht es bei uns los, zu Hause gegen Lötz hier in der Halle. Ich hoffe, ähnlich viele Zuschauer wie heute und dann werden wir das auch packen, denke ich. Ja, welche Erwartungshaltung hast du jetzt? Was kann man erwarten dieses Jahr von der SG Banskuleten? Du sagst, du hoffst natürlich besser als letztes Jahr, aber wo geht's hin? Schwer zu sagen jetzt so vor der Saison. Ganz klare Zielrichtung für uns, einstelliger Tabellenplatz. Das kann Platz 9 sein, das kann vielleicht auch besser sein. In jedem Fall besser als letztes Jahr. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und ich bin auch recht optimistisch. Ja, das ist jetzt dein erstes Trainerengagement. Wie ist es, Trainer zu sein, nicht mehr angeleitet zu werden?
Ja, auch das ist eigentlich gar nicht so neu, weil über die Jahre, ich bin jetzt 11 Jahre im Verein, da übernimmt man auch so schon Führungsaufgaben und dieses Jahr war halt Not am Mann. Ich war auch durchaus interessiert, bin ich auch ganz ehrlich. Sportlich reicht es für mich nun auch nicht mehr auf dem Niveau. Und dann bietet sich das halt für mich an, der Mannschaft so zu helfen. Und ja, ich denke, die Jungs, die unterstützen mich da auch gut. Wir sind da eine gute Truppe, es macht Spaß. Und ich hoffe, das wird sich über die Saison auch so ausdehnen. Dann möchte ich das natürlich auch an die Fans vom SV Post-Sparin. Wo geht's hin für dieses Jahr? Letztes Jahr ist ja super gelaufen, Dritter geworden dann letztendlich. Wo geht's dieses Jahr hin? Weil man hat ja doch ein wenig umstrukturiert, der Kader sieht ein wenig anders aus. Wo geht's hin? Okay, das Minimalziel ist, 9. zu werden, dadurch, dass wir dieses Jahr Qualifikation sozusagen haben für die eingleisige zweite Liga, die 2011 anfängt, müssen wir 9. werden, um uns direkt zu qualifizieren. Das ist das Ziel und ich denke mal, wenn alle Mann an Bord sind und wir noch ein, zwei Neuverpflichtungen dazu kriegen, so wie ich mir das vorstelle, dann denke ich mal, werden wir schauen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass wir auch wieder im oberen Tabellendrittel uns festsetzen können in der zweiten Liga Nord und ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft auch wieder eine gute Saison spielen wird. Ja, dann wünsche ich beiden Vereinen, der SG Banskoletzen wie auch dem SV Post-Sparin, eine tolle, erfolgreiche Saison. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass das Beste bei rauskommt. Und die sehen wir wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Sparin.